So, Freunde, dann herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Wir werden jetzt mal direkt die Kammer der Feilen betreten. Ja, wie man hier auch unschwer erkennen kann, ist das wirklich eine Kammer der Feilen. Haben sich die Designer mal ein bisschen Mühe gegeben. Okay, wie gehen wir vor? Als erstes legen wir diesen Schalter um und drücken dann diesen Taster. Ab jetzt startet eine kleine Sequenz. Da könnt ihr sehen, wie die Feilen zufahren. Allerdings müsst ihr euch auch ein bisschen beeilen, weil hinter euch werden sie auch wieder sich öffnen. Gucken wir uns die Sequenz mal einfach an, dann wissen wir, wie wir laufen müssen. Ah, jetzt gibt es hier in diesem Level auch noch ein kleines Secret. Das werde ich jetzt euch auch gleich nochmal zeigen. Betätigen wir erstmal den Taster. Dann laufen wir den schließenden Pfeilen nach. Dann müsst ihr diesen Schalter hier betätigen. Lauft weiter den sich schließenden Pfeilen nach. Außer, dass ihr jetzt nicht nach rechts lauft, sondern nach links. Dann findet ihr diesen Ring. Der Ring gibt euch plus 1 auf Stärke. Erhöht eure Lebensregenerationsrate auf plus 20%. Kleines Malus, was er hat. Euer Charakter kriegt in dem Moment 20% mehr Hunger. Also eure Foodleiste wird schneller runterfahren. Aber ich sag mal, bei so viel Essen, was wir dabei haben, ist das absolut gar kein Problem. So, wenn ihr jetzt hier wieder runter wollt, ohne dass ihr in die Falle reinstürzt, betätigt ihr einfach diesen kleinen Taster hier. Dann startet die ganze Sequenz nochmal von vorne. Jetzt müssen wir nur so lange warten, bis wir ausspringen können. Okay, jetzt. Gut. Nun befinden wir uns auf der anderen Seite des Raumes. Da wird doch gleich mein zweitliebster Gegnertyp auf mich warten. Na, wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Da ist er ja. Oh, hier. Das ist ja gleich mal ordentlich was. Mein Eismagier hat irgendwie nicht mehr so richtig Lust darauf, die immer einzufrieren. Ah doch, jetzt hat es geklappt. Schönes Standbild gewesen, oder? So, bevor ihr euch diesen Schlüssel hier schnappt, legt definitiv vorher eine Rast ein, füllt eure Charaktere mit voller Energie und vollem Leben auf, weil sobald ihr den Schlüssel nehmt, öffnen sich links und rechts von euch die Wände und es werden euch, glaube ich, 4 bis 5 Gegner entgegentreten. Also habt ihr in dem Moment nicht volle Energie und volle Leben, seid ihr mal richtig angearscht. Schnappen wir uns mal den Schlüssel. Ich werde mich jetzt mal in diese Position hier begeben, damit ich gleich den ersten Gegner mal schnell ausschalten kann. So, das hat schon mal super geklappt. Dann greifen wir uns mal den zweiten kleinen Rumpfurzer hier noch. Gut, haben wir den auch schon mal ausgeschaltet. Dann werde ich mir als nächstes diesen Pilz hier greifen. Und danach, ja, was soll ich sagen? Kämpfen wir ja mal wieder mit so einer miesen Krabbe. Ich hasse die Viecher nicht. Die können einfach zu viel ab und machen einfach mal einen tierischen Schaden. Okay, unser Magier hat auch nicht mehr genug Saft. Ach komm, Kollege, fall einfach um. Gut, hast du schön gemacht. Ja, dann legen wir auch gleich mal eine kleine Rast ein, füllen uns damit immer wieder voll auf. Der Kampf hat uns jetzt doch schon etwas an Saft gekostet. Ach ja, je mehr Mana die Magier bekommen, je länger dauert die Rast. Also irgendwann ist es dann echt nervig. Gut zu erreichen. Gehen wir nochmal kurz die Kammern ab, wo die Gegner rausgekommen sind. Hier haben wir nochmal zwei Blitzbomben. Sehr schönes Ding. Der hat nichts für uns hinterlassen. Ah, ein kleines Unkraut. Und hier ist nochmal ein Esperer-Pilz. So, wenn ihr die Kammer jetzt wieder verlassen wollt, diese Tür hier hat sich jetzt geschlossen, müsst ihr einfach nur irgendein Item in dieses Fach hier legen. In dem Moment öffnet sich die Wand hier wieder. Jetzt brauche ich erstmal eine neue Fackel, ich sehe überhaupt nichts mehr. Und wir können wieder zurück. Wenn wir jetzt zurück wollen, diesen Schalter umlegen, auf diesen Taster drücken, dann fährt diese ganze Sequenz nochmal rückwärts ab. Warten auf der anderen Seite auch mal gleich ein paar Skelettlegionen auf uns. Oh, jetzt muss ich mich beeilen, sonst werde ich hier abstürzen. Oh ne, das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Da blockiert dieses Arschloch die Position. Ich fass es nicht. Jetzt muss ich mich hier unten mit denen auch noch rumschlagen. Oh meine, das war jetzt alles irgendwann mal nicht geplant. Aber was soll's, dann müssen wir den jetzt halt einfach durch.
Naja. Man muss es positiv sehen. Die ganze Sache gibt uns noch ein bisschen mehr Erfahrung. Unsere Charaktere werden etwas schneller aufsteigen. Wenn der jetzt hier endlich mal verrecken will. Ey, das gibt's doch nicht. Das blöde Arschloch weicht hier einfach mal eben aus, was ich ihm entgegenwerfe. Ey, Junge, komm, kipp um. Ich kann dich nicht leiden. So, was haben wir denn hier noch für ein? Ist das hier eine Tetherid Cloak? Den Müll brauchen wir nicht mehr. Haben wir hier nochmal so eine fette Schweinekeule? Können wir den irgendjemand gleich reinwerfen? Weil das Ding wiegt ja nur wirklich 3 Kilo. Leider nicht. Schnappen wir uns mal den essbaren Pilz hier noch. Hier hinten haben wir nochmal so eine... Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Blutpflanze. Weil irgendwie der englische Name ist irgendwie ein bisschen doof auszusprechen. So, rasten wir hier nochmal kurz. Ach ja, wie lange sie wieder brauchen. Mensch, komm, mach ein bisschen Asche hier. Ich will mal weiter. So, reicht. Sehr nett ist jetzt, wer bis jetzt noch keinen Kurzbogen hat, hier gibt's einen. Und da gibt's ja auch noch so einen kleinen Skarabäus-Käfer, den man essen kann. Ich weiß auch nicht, wo man den Käfer essen kann. Vielleicht ist das so ein mit Schokolade überfüllter Käfer, wie so eine Viecher, die es zu Ostern gibt. So. Wer weiß. So, und jetzt gibt's die Rache dafür, dass ich mich in die Falle reingeworfen habt, ihr blöden Assis, ey. Hier, brennt. Du, kannst dich auch gleich mal verpissen. Ihr beide genauso. Schönes Ding. Das war jetzt wieder etwas befriedigend. Hör ich doch gleich mal noch ein. Die Erfahrung nehmen wir natürlich mit und killen den auch. Denn wir haben uns auch gleich mal in die Kristall... hier rasch ist noch um die Ecke. Haben wir hier noch ein paar? Haben wir hier noch ein paar? Füllen wir uns erstmal in die Kristall auf. Ach na gut, okay. Wenn, dann laufen die da ganz hinten. Also da habe ich jetzt absolut gar keinen Bock drauf, da hinzugehen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Ich gehe jetzt einfach mal zu den beiden Gittern. Da wir jetzt die beiden Schlüssel besitzen, können wir diese Gitter ja jetzt öffnen. Haben damit dann den 5. Dungeon beendet. Bevor ihr diesen 6. Dungeon betretet, füllt eure Charaktere voll auf, also macht eine Rast. Aktiviert eure Zaubersprüche, da erwartet euch echt ein richtig, richtig harter Gegner. Gut, schauen wir mal rein. So, da hören wir ihn auch schon. Jetzt wird er ja gleich auch, denke ich mal, links um die Ecke kommen. Da ist er auch schon. Ihr müsst ihn euch nur mal angucken und ihr wisst schon, der wird schwer. Gut, wenn wir jetzt etwas Glück haben, können wir in diesen Gang reinlocken. Das würde für uns bedeuten, dass wir ihm Damage zugeben können, beziehungsweise Damage austeilen können und dann einfach schnell hinten die Treppe wieder hoch verpissen. Ich hoffe mal, er hat uns jetzt gesehen und kommt jetzt hier um eine Ecke. Na los, Junge, komm, tu mir den Gefallen. Okay, er macht es auch. Das teilen wir erstmal so schnell wie möglich Damage aus. So, und verpissen uns dann auch gleich. Ich glaube, mein Tauro macht auch nicht mehr so viel Schaden. Ich gebe dir jetzt einfach mal was zu essen. Ja, hier auch gleich mal. Nein, nicht runterlaufen, nicht runterlaufen. Das kann tödlich enden. So, dann machen wir mal eine kurze Rest. Füllen uns nochmal schnell auf. Und beten einfach mal, dass er da unten jetzt stehen bleibt. Weil wenn er sich jetzt verpisst, wird es ein bisschen schwieriger. So, Zaubersprüche wieder aktivieren. Ey, Junge, komm her, hau nicht ab. Oh nein. Er ist jetzt gerade rechts um die Ecke gelaufen. Ich hoffe, er kommt nochmal wieder. Aber seine Stampfe wird gerade nicht wirklich lauter. Nein, er entfernt sich. Okay. Dann eben Plan B. Wir stellen uns vorher mal ein paar Gifttränke her. Oder kommt er jetzt doch wieder? Ja, ich stelle jetzt einfach mal ein paar Gifttränke her. Wie waren die nochmal? Gifttränke, Gifttränke. So. Okay.
uns ruhig gleich mal zwei. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das mache, ihr werdet es gleich sehen. So, die kriegen unsere Magier. Und ich hoffe jetzt auch wirklich, dass dieses dämliche Arschloch von zu groß geratenem Ogre uns jetzt hier nicht irgendwo aus der Seite überraschen wird. Also, weil ich hier diese Platte betrete, spawnen hier drei Spinnen. Da müsst ihr so schnell möglich zusehen, dass ihr die erste Spinne killt, damit ihr Platz zum Laufen bekommt, weil die kesseln euch dann ein. Gut, das hat schon mal schön geklappt. So, das hätten wir dann. Jetzt kommt das nächste Problem. Wir müssen jetzt rasten. Wir können so dem Ogre nicht entgegentreten. Das Problem an der ganzen Sache wird es nur sein, solange wie wir rasten, kann er uns... Ja, wir sehen ihn da hinten schon. Ist natürlich jetzt mal wieder sehr geil. Könnte er uns überraschen? Hätte uns überraschen können. Jetzt hat er uns schon überrascht. Wollen wir mal schauen, ob wir ihn jetzt so tot kriegen. Ich hoffe mal, dass es klappen wird. Könnt ihr euch auch mal so eine Attacke von dem angucken, der versucht ständig euch umzurennen. Ist nicht schwierig. Boah, Alter, hab ich ein Schwein. Warum sind die jetzt schon hops gegangen? Ey, wie geil, wie geil. Okay, krallen wir uns mal kurz das Zeug, was er liegen lassen hat. Okay, jetzt ist mal unser Tauch ein bisschen überladen. Gehen wir es dem anderen. Oh, kurz in Sicherheit gebracht, hier rüber. Und dann rasten wir erstmal schnell. Ach, ist das schön. Kann ich euch auch gleich mal zeigen, wenn unsere Magier jetzt wieder aufgeladen sind. Was der Schönes fallen lassen hat. So, soll jetzt erstmal reichen. Gucken wir uns die ganze Sache mal an. Also einmal lässt ja so ein Beutefall mit einem Haufen Essen drinne und einem Schlüssel. Schlüssel ist wichtig. Und dann lässt er noch seinen Hammer fallen. Der Hammer gibt euch 36 Schaden. Also der gibt euch das Doppelte an Schaden, was uns dieser alte Kriegshammer hier gibt. Das Problem ist allerdings, wenn ihr mal guckt, er gibt euch eine Zielgenauigkeit von minus 20. Das bedeutet, jeder fünfte, sechste Schlag eures Tauchen wird nur noch treffen. Und dann kommt der absolute Hammer, das Ding hat einen Speed von 8. Also selbst meine Oma wird schneller mit einem Vorschlaghammer zuschlagen, als mein Tauchen mit diesem Hammer. Das Ding wiegt 13 Kilo, also ich persönlich nutze es nicht, lasse es liegen. Wenn ihr es ausprobieren wollt, nehmt mit, versucht euch, aber ich rate euch davon ab. Weil es bringt einfach mal überhaupt nichts. Ich meine, wenn er damit mal einen Treffer landet, wird das wahrscheinlich 100 Schaden abziehen. Ich hab's mal ausprobiert, durch über 80, 90 irgendwas. Aber das rechtfertigt einfach die 10 Fehlschläge davor nicht. Okay, schauen wir weiter. Unsere beiden Magier sind jetzt ein Level aufgestiegen. Ich werde definitiv dreimal in Spellcraft skillen, weil dann bekommen sie den Improved Combat Caster Skill. Das bedeutet, sie zaubern 50% schneller. Übel geil. Den letzten geben wir einfach mal in Feuermagie. Unserem Eismagier machen wir es Haar genauso. Jetzt müssen wir unseren Tauren nochmal schnell etwas entlasten. Gehen wir die Keule mal unserem Magier. Und dann schauen wir mal weiter. Steht denn hier überhaupt dran? Ja. Jetzt. Oh, jetzt bist du ein Gefangener. Wie die anderen vor dir. Ey, so ein Schwachsinn. Ich bin schon die ganze Zeit lang ein Gefangener. Was wollt ihr überhaupt? Will das mir jetzt einfach nur zusätzlich nochmal reindrücken, oder was? Naja, wie auch immer. So, dann werde ich euch gleich mal ein erstes Secret zeigen. In diesem Level auch ein sehr wichtiges Secret, also nehmt das definitiv mit. Ihr packt hier einfach mal eine Fackel rein. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Hier befinden wir uns. Öffnet sich hier die Wand. Bereiten wir mal unsere Zaubersprüche vor. Dahinter befindet sich eine Skelettwache. So, haben wir es auch schon mal weggebischt. Ja, habt ihr hier ein Secret? Ihr findet hier zwei Feuerbomben. Wenn ihr jetzt glaubt, was erzählt ihr uns für eine Scheiße? Zwei Feuerbomben, was soll denn das für ein geiles Secret sein? Wartet ab, wir laden unser Charakter kurz auf. Ihr habt hier einen Stein mit einer Rune drinne. Ihr betätigt diesen Stein. Fährt die Wand auf. Geht doch weiter nach hier hinten. Hier ist dann, ja, The Void of the Orb. Void of the Orb, das heißt so viel wie Kammer des Orbs, also der Orbs ist so eine runde Kugel. Wenn ihr da jetzt rankommen wollt, also dieses Gitter öffnen wollt, müsst ihr als erstes auf dieser Platte Stein liegen lassen.
Geht dann einen Schritt vor. Dieser Teleporter teleportiert euch nicht. Ihr nehmt einfach noch einen Stein, tut diesen nicht werfen, sondern legt ihn hier hin. In dem Moment öffnet sich das Gitter. Könnt ihr jetzt durch das Gitter durch. Habt dann hier den Orb, den werde ich allerdings erst später erklären. Beziehungsweise euch die Stats zeigen, weil vorher müssen wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich diese ekelhaften Krammen hier tot kriegen. Also versucht euch so viel wie möglich Weg nach vorne zu bahnen, damit ihr auch etwas Weg habt, um wieder zurückzulaufen. Oh, sie will auch mal wieder gar nicht verrecken. Dahinter befindet sich jetzt noch eine zweite eklige Krabbe. Ja, super, jetzt ist mein erster Feuermagier mal wieder out of mana. Out of mana. Okay. Ab jetzt müssen wir unsere Tauren mit ihren Nahkampfwaffen schaffen. Ich hoffe, sie bringen das auch, ohne dass sie jetzt verrecken werden. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen mies. Da ich auch... Oh, Alter, hab ich ein Glück, ey. Ey, das war jetzt wirklich Schwein. Wichtig ist, dass ihr hier nicht sterbt, weil ihr habt keine Möglichkeit, jetzt erstmal zu irgendeinem Kristall zurückzukommen. Also versucht hier wirklich mit aller Macht am Leben zu bleiben. Okay, bevor ich mich jetzt weiter bewegen werde, werde ich erstmal kurz rasten. Und das dauert wieder. Wie lange das dauert? Gut, dann müssen wir unseren Tauren auch mal wieder kurz entladen. Er ist schon wieder ganz schön überladen, der Kollege. Da gehen wir natürlich den Orb raus und jetzt gucken wir uns mal den Orb an. Das Teil benötigt Spellcraft auf Stufe 5, gibt euch plus 15 Energie und gibt euch plus 2 Willenskraft. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Einfach mal ein geniales Teil. Wir können ja kurz nochmal die Geschichte dazu lesen, wenn ich sie übersetzen kann. Ja, also... Ich sag mal, es ist so eine runde Kugel, aus der schimmerndes blaues Licht aussteigt. Und ja, so eine kleine Sensation, Faszination, glaube ich, kann man das so übersetzen, durchsteigt euren Körper, wenn ihr sie berührt. Ja, in jedem Fall geiles Gerät. Besorgt es euch. Jeder hat irgendwo einen Magier in seiner Gruppe mit bei. Das Ding ist cool. So, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie bin ich hier wieder zurückgekommen? Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah ja, man muss einfach nur die Ruhentaste nochmal drücken. So. Dann organisieren wir uns erstmal ein besseres Schwert. Dazu müssen wir hier rein. Das ist eine Spinnenhöhle. Von daher werde ich, oder bin ich nicht sonderlich begeistert von der kleinen Ecke. Aber das Schwert ist wirklich ziemlich cool. Das sollte man sich holen. So, welche ekligen Eier wieder zerklöppt. Und dann hier um die Ecke warten sie mal wieder. Ach, meine Lieblingsgegner. Schade. Jetzt habe ich den Gang für die geöffnet. Es können doch mehrere Spinnen einweichen. Oh, schön, schön. Unser zweiter Taurenkrieger ist gleich mal ein Level aufgestiegen. So, ich glaube mehr wie 4 Spinnen waren es nicht, aber zur Sicherheit werde ich es kurz vorher nochmal gucken. Oh, nehmen wir gleich nochmal die Fressenskeule hier mit. Oh, die hässlichen Eier hier zerschlagen. Ja genau, das war's dann auch. Gut, können wir mal gucken nach dem Leveler für unseren Taurenkrieger, was werden wir ihm geben? Also definitiv erstmal Rüstung, dadurch erhält er den schweren Rüstungsskill. Ist natürlich sehr wichtig. Ich würde mal sagen, den Rest den hauen wir dann einfach mal ein Schwert da rein, dass wir da auch mal ein bisschen nach vorne kommen. Und hier haben wir dann unser neues Schwert. Das sieht zwar ein bisschen alt und verrostet aus, aber wenn man sich mal die Skills anguckt, es hat eine Angriffskraft von 19, unser altes hat 14, Geschwindigkeit von 15, bleibt gleich, wiegt ein bisschen mehr, aber Angriffskraft von 19 ist cool, wir nehmen es mit. So, dann müssen wir auch nochmal schnell eine Rast einlegen, beziehungsweise wozu sollte ich denn jetzt noch rasten eigentlich? Ich werde jetzt sowieso mal einen kurzen Cut machen. Da die Zeit auch schon wieder voll ist. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.